Servus ihr Schlawiner, hier ist wieder Knochen, wieder mit einem Replay. Wollte sich jetzt mal einige fragen, warum nimmt der ständig irgendwelche Replays auf? Ich nehme Replays nur auf, wenn ich das Fahrzeug eventuell schon vorgestellt hatte, es aber nicht so gut lief. Und dann in weiser Voraussicht speichere ich dann mal ein Replay, welches schon ganz ordentlich war oder welches wirklich ein gutes Replay war, um sozusagen einen Vergleich zu haben. Ja, hier werde ich ein bisschen durch die Gegend geschoben. Also damit ihr vergleichen könnt, hey, okay, in dem Video, weil ich es ja ursprünglich auch genommen habe, war er nicht so gut, aber hier ist er besser, also lag's wohl an ihm selber. Oder einfach die Karte war nicht so prickelnd oder so. Hier kann ich so viel sagen, ich mache hier 6 Flugzeugabschüsse, 2 Panzerabschüsse und ich behalte, glaube ich, auch den Panzer, also ich verliere ihn nicht. Das klingt jetzt erstmal nicht so spannend, aber das eigentliche Gameplay war Replay vom Gameplay war schon ziemlich cool eigentlich. Zumal ich hier auch vorsichtig fahre, weil ich wusste, ich krieg nicht alles klein mit dem Crusader hier. Und zweitens wollte ich den Panzer auch nicht verlieren. Zumal ich ja nicht vorgehabt habe, das aufzunehmen. Also ich weiß ja nicht vorher, wie das Spiel ablaufen wird. Also bin ich hier natürlich dementsprechend erstmal ganz vorsichtig. Jetzt passiert erstmal noch nicht viel. Ich denke mir so, okay, lass erstmal die Kollegen hier vorfahren, sich abschießen lassen. Ich weiß natürlich, wo sie sind. Aber man muss ja nicht gleich immer die Artillerie verballern, nur weil sie gerade frei ist. Da hat sich so ein kleiner Cluster gebildet. Da könnte man sie natürlich gut aufmachen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das schon aufgenommen habe. Das ist, glaube ich, schon 3 Wochen her jetzt. Deswegen habe ich jetzt nicht mehr alles so genau im Kopf. Aber ich bin vorsichtig. Ich denke mir, die wissen, wo ich bin. Die haben mich mittlerweile höchstwahrscheinlich gesehen. Werden mich jetzt vielleicht nicht unbedingt beachten. Aber je nachdem, wo einer steht, der KV-1 zum Beispiel, der könnte mich ins Visier nehmen, wenn ich dann vorfahre. Ich meine, klar, eigentlich ist es ein bisschen arschmäßig. Alle fahren vor, reißen sich den Arsch auf und ich stehe hier blöd rum. Aber, wie gesagt, nur am Anfang. So, jetzt habe ich kurz mal ein bisschen Eier in der Hose gehabt. Fahr mal ein bisschen vor. Wenn es jetzt der Ostwind wäre, dann wäre es was anderes, weil der Ostwind, finde ich, kriegt schneller aufgrund seiner Bewaffnung und auch der Munition, die er hat, kriegt er schneller Panzer klein als, das ist mein erster Kill, kriegt er schneller Panzer klein als zum Beispiel der Crusader hier. Gut, ist natürlich auch nicht dieselbe Liga, aber trotz allem finde ich, dass der Ostwind zum Beispiel länger tauglich bleibt gegen andere Fahrzeuge. Obwohl er ja eigentlich ein Flakpanzer ist, jetzt nicht zwingend dafür gedacht ist zum Panzerkampf, aber ich meine, man kann es benutzen, macht ja auch ziemlich jeder. Schießt ja auch mit seiner Flak auf Panzer, wenn da halt einer kommt, ne? Gut, hier feuer ich auch noch ein bisschen. Ist natürlich ein Vorteil, wenn schon ein Kollege da ist. Valentine. Ganz blöd bin ich nicht, Mann. Ganz blöd bin ich nicht. Ja, wenn schon einer da ist, hat er natürlich schon die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ich weiß nicht mehr genau, was ich hier mache. Ich versuche eigentlich auch immer dafür zu sorgen, wie man hier sieht, die Leute nicht zu blockieren. Oh, ich muss gleich niesen. Ich versuche zu unterdrücken. So, ich glaube, das hat geklappt. Ist halt schwierig, halt mich. Das ist eigentlich für mich ein komisches Gameplay, aber ich war auch ein bisschen überrascht, wie auf Karelien zu sein und ich kenne die Karte nicht mehr so gut, da sie ja nur alle 15 Jahre mal aufploppt hier und man da teilnehmen kann. Das ist der Typ, der mit seinem Valentine da stand. Und er ist weg. Ich bin auch manchmal ein bisschen paranoid, weil ich denke mir, hat er jetzt eine Bombe abgeworfen oder nicht? Weil hier ist ja immer noch der Bug, wie schon seit anderthalb Jahren. Aber besteht ja der Bug immer noch, dass man teilweise die Bomben nicht hört. Und man guckt ja auch nicht ständig auf den Boden, ist jetzt was gelandet, weil man kriegt es halt nicht oft mit. Und wenn jetzt hinter einem eine 500 Kilo oder 1000 Kilo Bombe landet, ja, dann wird sie einen trotzdem wegreißen, höchstwahrscheinlich. So, hier geht jetzt gerade nicht so viel ab, weil ich in die Luft gehe. Das wusste ich gar nicht. Normalerweise gehe ich nicht in die Luft, wenn ich selber
zum Beispiel einen Flakpanzer fahre. Der ist weg. Und die Peschka schaffe ich auch noch. Zup! Ist schwierig, da muss man höher zielen, aber ich vergesse das auch. Beziehungsweise ziehe ich nicht rechtzeitig nach. Er hat einen Kill bekommen, darf er ruhig. Kein Problem mit. Aber da ich ihn in Brand geschossen habe, den Kill kriege ich glaube ich auch noch. Spätestens jetzt. So, hier wird es auch schon voller, wie man sieht. Mathilda hatte ich auch keinen Bock drauf. Alles schon ein bisschen kniffliger hier jetzt. Da kommen die nächsten Kollegen. Schon wieder der Typ jetzt. Jetzt fällt mir, jetzt wo man die Zeit hat, auch mal die Namen zu lesen, fällt es überhaupt erstmal auf, dass schon immer derselbe Typ ist hier. Und ist weg. So, ist das schon mal ganz ordentlich. Und das Coole ist natürlich auch, wenn man viele viele Artillerieschläge bekommt. Er hat mich auch ordentlich beschossen. Auch die Artillerie überlebe ich, denn ich bin unzerstörbar, mehr oder weniger. Man muss halt zusehen, dass man wirklich, ich sag mal, sicher fährt. Ich meine, hier ist so eine Kurve. Da wird man gut weggeballert, wenn man nicht drauf achtet. Und gleich am Anfang gehen die meisten kaputt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich noch irgendwen runterhole hier mit der Rakete. Oder mit Raketen im Allgemeinen. STKFZ ist immer gut, weil es halt einfach nur ein Laster ist. Und der ist weg. Den habe ich nicht geschafft. Hätte aber klappen können. So, das war auch eine knappe Sache hier. Ich glaube, die kritte ich auch noch. Und so, wie man sieht, wenn ich nachlade, dann fahre ich ein Stück zurück, so dass ich davon ausgehe, dass er mich nicht treffen könnte. Das ist natürlich wichtig. Habe ich früher auch nie dran gedacht. Was gucke ich hier? Was gucke ich hier? Da sind sie. Die Schlowatzkis. Weg. Und die Jack auch noch. Hoffe ich. Sieht danach aus, Doppelschlag. Das war es dann auch schon ziemlich gewesen hier eigentlich. Artillerie ist noch frei, kann sein, dass ich so irgendwo einen Crit reinhaue. Naja. Trotzdem habe ich Platz 1 geschafft. Ich meine, ich habe ja auch schon ein bisschen was geleistet, so ist das ja nicht. Wenn man natürlich, klar, wenn man dann auch den Panzer nicht verliert, also gar kein Fahrzeug verliert, dann sieht es natürlich auch ein bisschen besser aus in der Statistik. MLRS, was ist das denn? Sagt nicht überhaupt nichts. Ich glaube, der schießt mich sogar noch runter. Panzerwerfer. Genau, das fand ich krass. Daran kann ich mich noch erinnern, wie krass ich das fand, dass er mich mit einem Panzerwerfer abgeschossen hat. Aber auch sowas gibt's, ne? Bin ich natürlich echt unterhaltsam. So, ich sag schon mal, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst auch ein Abo. Ich mache ja nicht nur Replays, ne? Für die, die jetzt nur diese Replay gerade sehen. Und dann viel Spaß noch beim Zocken, ne? Also, bis dann, Leute. Haut rein.